gespürt. Aber wir werden sehen. Hier sehen wir schon Utopia-Projekt. Das heißt, wenn wir jetzt Tradition, Frömmigkeit, Wirtschaft, Autokratie, die drei gehen nicht, und sagen wir jetzt Unabhängigkeit, wenn wir die jetzt voll haben, wird dieses Utopia-Projekt zu bauen sein. Wenn wir dieses dann fertig haben, werden wir dann einen Kultursieg und somit das Spiel schon beendet haben. Aber wenn wir jetzt nur auf Kultur gehen und versuchen, jeglichen Krieg zu vermeiden, das wäre nicht so schön. Das würde dann für euch auch langweilig werden. Also meiner Meinung nach, je nachdem, wie ihr es seht. Und nächste Runde. Also ich merke schon, also es ist erstmal so, ich wollte dieses Let's Play mal probieren. Wie es nur ist mit moderieren, kommentieren, während des Spiels sprechen und so weiter. Das war jetzt erstmal eigentlich ein großer Wunsch von mir, dass ich das mal probieren darf. Aber bis jetzt, es fällt mir schon etwas schwer, dadurch, dass mir die Spucke schon leicht fehlt. Aber ich denke mal, das wäre bei jedem das erste Mal, dass die Spucke fehlt. Also ich habe mir jetzt auch nichts zu trinken hingestellt, weil ich dachte, naja gut. Oh, wir haben unser Naturwunder gefunden. Herzlichen Glückwunsch, die Entdeckung des Naturwunders Jungbrunnen hat die Zufriedenheit im Reich erhöht, also Ertrag, wenn bewirtschaftet, kein Ertrag, ihr erhaltet 10 Zufriedenheit, falls in eurem Gebiet, freie Beförderung für angrenzende Einheiten, halt doppelt so schnell. So, Mensch, ich wollte es noch zeigen. Das ist der Jungbrunnen. Naturwunder gibt es ja auch, also es wird wahrscheinlich bloß das einzige sein, was es an Naturwundern gibt. Und ja, die haben verschiedene Besonderheiten, wie man gerade gehört hat. Es heilt und es gibt Zufriedenheit. Dadurch, dass wir es nicht in unserem Reich haben, wird dieses natürlich nicht dazu zählen. So. Als nächstes kann ich noch dazu erzählen, diese können nicht belaufen werden und können auch nicht sozusagen abgebaut werden oder vernichtet werden. So, jetzt geht es erstmal weiter. Wir werden unsere Einheit hier zurückziehen. Wir werden hier mal ein bisschen aufpassen, dass das uns niemand wegschnappt. Nächste Runde. Wir werden aber später auch noch hier irgendwie hinbauen. Wegen dem ganzen Vieh. Aber das kommt dann nach und nach, würde ich sagen. So. Almat. Wir haben jetzt 15 Gold bekommen, weil die Mongolei hat das bestimmt schon gefunden. Militärisch, irrational und niemand. Die haben aber Pelze als Ressource. So. Jetzt kann ich aber schon ein bisschen mehr sagen. Die gehen ja auf Kultur, sieht man ja. Die sind auf Krieg und die sind auf Krieg. Also die sind sozusagen, die gehen gerne auf Einheiten drauf. Die produzieren die Einheiten, wenn man die als Verbündete haben. Und ja, je nachdem, wo man verbündet ist, die würden die Kultur nach oben treiben. Die würden uns Einheiten schenken nach und nach. Aber das wird man dann noch im Nachhinein sehen. Oh. Frame-Einbrüche. Brüche? Mensch. So. Und hier hinten geht es ja nicht weiter. Man sieht das ja schon. Man könnte jetzt hier noch gehen, aber man sieht ja hier schon diese Abrundung. Also wird es ja nicht groß weitergehen. Gut. Da hat man es jetzt ganz genau gesehen. Wer nochmal zurückspielt oder so. Hier hat sich das genau erweitert. Eigentlich geht das hier den Kreis rum. Aber dadurch, dass jetzt hier die Ressource dran war, wird das jetzt genau da. Die nächste wird wahrscheinlich da sein. Genau. Wir könnten jetzt Geländefelder kaufen, um uns weiter auszubreiten. Aber wir werden das jetzt erstmal so lassen. Wir brauchen bloß eine Runde für unseren kleinen Bautrupp. So, hier kann man dann immer, je nachdem wie das drauf steht, schnell wechseln. Oh nein.
Oh, die sind aber schon angeschwächt, sehe ich. Wir werden mal hier hochgehen. Und hier werden wir dann erstmal standhalten. Nächste Runde. Die römischen. Gut. Völker mit Vorlieben zum Glänzen. Also das sind immer so Zwischenberichte nach 25, 50, 75, 100, 150, 200 und immer nur noch im 50er Schritten. Wir sind die mit dem meisten Geld. Also hier wird das Geld berechnet. Ein unbekannter Spieler ist auf Platz 2, Genghis Khan ist auf Platz 3. Washington ist ganz weit unten. Und an diesen Biografien kann man schon sehen, wer ist gut, wer ist schlecht. Wer wird der Nächste sein? Also dieser Unbekannte, den wir noch nicht gefunden haben, wird demnächst vielleicht zur Last werden. Also es wird unser erster Rivale wahrscheinlich sein. Genghis Khan wird unser Nächster, den wir noch hier finden müssen. Wo auch immer. Also ich bin noch ein bisschen stutzig, wo der sein soll. So, noch ein unbekannter Spieler, den wir nicht gefunden haben, der wird auf einem anderen Kontinent die wählen. Werden auf einem anderen Kontinent noch hocken werden. Wir werden uns erstmal die hier schnappen. Oh. Dann werden wir uns mal ein paar Erfahrungspunkte einsammeln dann hier. Ah, hier haben wir die Mongolei. Also wir sehen schon, die haben zwei Schilder. Weil die Grenze geht hier ab und hier geht es wieder hoch. Und die Abstände dazu sind ganz schön groß, muss ich sagen. Ein Bautrupp. Jetzt werden wir erstmal einen Siedler bauen. Monument kommt später. Und wir werden diese in Bereitschaft stellen. Wir werden sie verschanzen, falls jemand auf den Barbaren auf die Idee kommt anzugreifen. Gut, hier hoch. Und damit ist unsere Fortbewegung schon am Ende, weil die können über Geländearten nicht so schnell rennen. Gut, nächste Runde. Also man sieht schon, erst waren wir hier dieses kleine Feld auf der kompletten Karte. Aber die Karte vergrößert sich immer und immer wieder. Sie wird immer größer. So, jetzt haben wir eine neue Politik. Wir werden den erstmal jetzt hier weghauen. Ja, jetzt geht doch. So, jetzt hat er aber schon viel Schaden genommen, aber er hat schon einiges an Prozenten bekommen. Gut. Hier werden wir jetzt empfohlen, Mine errichten. Mensch, ja, heute habe ich es ja wieder. Man kann aber auch einen Bauernhof errichten für plus ein Nahrung. Mine haben wir ja schon da. Handelsposten bauen oder eine Straße bauen. Aber die brauchen wir je nachdem, welche Technologie. Als nächstes werde ich euch in der nächsten Runde werde ich euch den Technologiebaum zeigen. So, jetzt können wir unsere Tradition weiterführen. Oder wir können jetzt eins selber machen. Wir werden aber bei der Tradition bleiben. Und zwar Aristokratie, Produktion beim Bau von Wundern. 15%. Dann ein Zufriedenheit und je nachdem. Legalismus bietet ein kostenloses Kulturgebäude in euren ersten vier Städten. Das funktioniert aber nur, wenn wir jetzt sagen wir schon vier Städte haben. Na, ansonsten kommt hier bloß eine Stadt. Das war's. Oligarchie. Stationierte Einheiten kosten keinen Unterhalt. Und Städte mit einer Garnison erhalten mehr Fernstärke. Also 100%. Wir werden aber in Aristokratie. Mensch, was ist denn heute los? Sozialpolitik bauen, machen. Und wir werden jetzt auf Städte gehen, dass wir erstmal ein paar Städte haben. Wenn die sagen, gut, wir haben die ersten drei Städte, dann werde ich dieses machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen vor uns, bis 60. Gut. Die bauen jetzt diese Mine. Ich halte jetzt schon mal meine Klappe hier. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Und wer Virgil? Englisch ausgesprochen. Wir können jetzt Stadtmauern, die Pyramiden bauen, Steinbruch und den Sumpf trockenlegen. So, diese Filmchen müsst ihr euch immer denken. Wir sind dann jetzt in Montezuma und fortfahren.
So, jetzt haben wir hier Einheit befördert. Wir könnten die jetzt sofort heilen. Survivalismus, 1 TP heilen pro Runde außerhalb feindlich gesinnten Tutorials. Oder Sichtweite. Wir werden aber die Sichtweite erhöhen. Und was ist denn jetzt los? Also, wir werden jetzt erstmal hier schnell durchgehen, bevor das sich hier verbündet. Gut, als nächstes haben wir, was machen wir? Den Technologiebaum. So, die goldenen haben wir schon erforscht. Die laufenden ist je nachdem, hätte ich jetzt sozusagen Bronzeverarbeitung angeklickt, würde die Bronzeverarbeitung kommen. Und verfügbar sind die grün. So, wir werden jetzt auch mal schauen. Dieses Orakel würde ich gerne haben, weil es gibt eine freie Sozialpolitik. Also werden wir jetzt auf Keramik steigen. Hier kriegen wir den Stonehenge. Das werden wir demnächst auch noch bauen. Und ja, was könnte man noch? Eine freie Technologie. Also wir werden Schrift, Kalender und Philosophie. Weil Philosophie dauert 17 Runden. Wir werden jetzt mal den ganzen Technologiebau angucken. Man sieht hier schon Antike, Klassik, Mittelalter, Renaissance, Industriezeitalter, Moderne, Zukunft. Für die Zukunftstechnologie im Augenblick würden wir 1583 Runden brauchen. Dadurch, dass dieses Game nur 500 Runden geht, maximal, bis zu einem Sieg, ist das nur momentan nicht machbar, aber man kriegt da an Forschung dazu und somit senkt sich das immer. Wenn man mal überlegt, wir haben damit mit 9 Runden angefangen, jetzt sind wir schon bei 5 Runden. Gut. Und je nachdem, die dunklen sind noch nicht verfügbar. Forschung wählen. Wir werden auf die Keramik umstellen. Hier haben wir schon wieder Wein. Wieder ein Frame-Einbruch. Weiß ich nicht. Also mit dem Aufnehmen, da habe ich jetzt mehr Frame-Einbrüche als wie damals mit Spielen. Ich habe das jetzt schon circa 12 einen Monat jetzt nicht mehr gespielt gehabt. Weil gibt es jetzt auch eine lustige Geschichte dazu. Das Lustige daran war, mein Steam-Account, weil das Spiel läuft nur über Steam, wurde komplett gesperrt, weil ich meine ältere E-Mail-Adresse war nicht mehr. Oh Mist. Na gut, können wir jetzt nichts mehr machen. Meine E-Mail-Adresse, die war gesperrt und konnte auch nicht mehr zurückgenommen werden. Gut, wie mache ich das jetzt mit meinem Steam-Account? Den musste ich erst sperren lassen. Dann musste ich diesen komplett mit all meinen Steam-Spielen, die ich habe, die ganzen Codes hinschicken. Die mussten das überprüfen. Die haben mir dann über meine andere E-Mail-Adresse einen komplett neuen Code gegeben, den ich dann eingeben musste mit Benutzernamen. Wir werden jetzt erstmal... Oh, nicht gut. Und rein hier. So, wir werden die jetzt erstmal reinholen, weil Barbaren da sind. So, wir werden die mal schnell hier mit ranholen. So, und nochmal zur weiter zur Erklärung. Und dann mussten die prüfen, ist das denn mein Account oder nicht. Und das hat wieder 2 bis 3 Wochen gedauert. Es geht manchmal schneller, aber dadurch, dass jetzt Feiertage dazwischen waren, war das natürlich nicht gerade prickelnd. Und ja, das war irgendwie über Weihnachten gewesen. Und dann hatte ich diesen Account wieder gehabt, wo die das dann alles geprüft haben. Und dann musste ich den nochmal sperren. Weil die meisten Spiele, die da drauf waren, hatten auf immer Erfolge gehabt, die ich vorher nicht hatte. Also hat sich jemand mit reingefuttert in dieses Profil, konnte immer mein Passwort sehen. Also musste ich meine E-Mail-Adresse nochmal ändern.